Hallo liebe Aquarellfreunde, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Vor einigen Tagen habe ich meine Venedig-Malreise abgesagt und meinen Flug nach Italien für diesen Sommer storniert. Ich denke, vielen von euch geht es ähnlich. Dieses Jahr träumen wir nur vom Urlaub im Süden. Aber das macht ja nichts. Wir malen uns einfach heute nach Italien. Im letzten Jahr war ich auf einem Kurs mit der sehr geschätzten Aquarellkollegin Tina Jurig in Umbrien unterwegs. Von unserer Unterkunft in den Bergen um Perugia hatten wir diesen tollen Blick auf eine kleine Dorfkirche in den Bergen. Das wird heute mein Motiv mit einer ganz großen Prise Italiensehnsucht. Mit lichtem Ocker setze ich eine Grundierung über die Häuser und die Bäume im Mittelgrund und verblende die Farbe mit dem Cylinblau für den Himmel. Damit diese streifenfreie Mischung der beiden Farben gelingt, muss man gutes Aquarellpapier benutzen. Hier bei mir ist es Arche Grandfin 300 Gramm Papier und genau die richtige Menge Wasser in der Farbmischung. Ich arbeite auf trockenem Papier und das Blatt steht wie immer leicht schräg. Die drei Häuser haben eine lichtbeschienene und eine schattige Seite. Die schattige Seite werde ich nachher noch einmal überarbeiten, aber die sonnige muss jetzt schon genau stimmen, damit ich sie ganz transparent später stehen lassen kann. Ich arbeite die drei Häuser mit Cadmiumrot, Lasurorange und einer Spur Alizarin-Karmesin aus. Für das Feld im Mittelgrund nehme ich Cadmiumgelb, damit es richtig warm und sonnig leuchtet. Mit Green Appetite Genuine setze ich den Farbauftrag in den Vordergrund fort und ändere die Pinselstrichrichtung von waagerecht nach senkrecht oder auch mal ein wenig kreuz und quer, um etwas Struktur zu bekommen. Auch ein schöner Effekt entsteht hier durch diese Fingertupfen und das Aufspritzen von ein wenig Sienna gebrannt und grün. Jetzt muss das Blatt einmal trocknen. Jetzt male ich mit Lavendelblau die entfernte Bergkette. Den kleinen Kirchturm spare ich dabei aus. Diese Farbe sollte schön dünn und mit viel Wasser aufgetragen werden. Eine Mischung aus Grün und Kobaltblau und ein wenig Neutraltinte, etwas dicker, wird nun nass in nass in die Bergkette hineingesetzt. Jetzt kann ich die Hausdächer damit ummalen. An der oberen Kante des grünen Farbauftrages gibt es einen weichen Rand, weil das Lavendelblau der Bergkette noch etwas feucht ist. Mit Cadmiumgelb und Grün male ich sonnige Sträucher vor den Häusern und verbinde die Farbe immer wieder über das gesamte Blatt. Mit einer Mischung aus Grün, Sienna gebrannt und einer Spur Blau spritze und male ich ganz locker den Vordergrund. Das Ganze sehr wässrig, ihr könnt hier schön die vielen Wassertropfen stehen sehen.
Nach vorne hin wird es etwas dunkler und die Farbmischung auch ein wenig dicker. Nach dem Trocknen kommen jetzt noch ein paar Details. Die Zypressen hinter den Häusern male ich mit einer schattigen und einer sonnigen Seite. Mit kräftigen Grüntönen kann ich die Hausdächer noch einmal ummalen und hebe dadurch die Leichtigkeit des ersten Farbauftrags ganz gut heraus. Jetzt fehlen noch die Schatten auf den Hauswänden. Mit einer leichten, aber nicht zu leichten Mischung aus Kobaltblau und einer Spur Alizarin, Karmesin und Sienna gebrannt, male ich die schattigen Hauswände und die Schatten unter den Dächern. Mit dem Pinsel und klarem Wasser hebe ich einige Blumen oder Steine hier aus dem Vordergrund heraus. Ganz vorne größere und hinten kleinere Formen. Das gibt eine schöne Perspektivwirkung. Man kann diese Formen auch jetzt noch ein wenig abschattieren oder ausgestalten. Aber ihr wisst ja, weniger ist mehr und unser Hauptaugenmerk soll ja auf den Häusern im Mittelgrund liegen. Also arbeite ich hier die Fenster noch einmal nach. So, mein kleines umbrisches Landschaftsmotiv ist fertig. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuschauen und wünsche viel Freude beim Nacharbeiten. Vielen Dank an alle, die uns hier auf YouTube schon unterstützen. Mit eurer Hilfe können wir auch in Zukunft interessante neue Aquarellfilme herstellen. Für alle, die noch dazukommen wollen, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.